Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir gegen Mythos gekämpft. Oder Yggdrasil oder wie auch immer er sich nennen will. Und ja, wir haben herausgefunden, dass wir nach Heimdall sollen und dann, um Origin zu befreien, Karte zu erledigen müssen. Okay, das wussten wir schon vorher, aber wir müssen es in Heimdall machen. Und ja, ich wollte aber sagen, wir machen erstmal hier so einen kleinen Offroad-Modus und gucken uns überall nach Quests um, und wir haben ja schon zwei ausgelöst, und zwar einmal haben wir in Exile jemanden getroffen, der die Mutter von Rain kannte. Also da können wir entweder jetzt als nächstes nach der Mutter suchen. Oh. Okay. Nee, Grad Shop. Nee, weg damit. Will ich nicht. Ich habe erst 370 Grad. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen als erstes nach Exile. Was ich da finde. Ich bin natürlich weit weg. Wie konnte ich schon wieder so weit entfernt werden von diesem Ort? Und dann gehen wir zum Tempel des Blitzes, weil da irgendwas mit Woll zu erledigen ist. Ja, ne, die Quest mit Genis können wir auch noch machen. Ja, mit diesen. Hier, wer hat Angst vom schwarzen Mann irgendwie zu machen? Aber ich finde das so nervig, ganz ehrlich. Mit den Quest, ehrlich gesagt, ein bisschen nervig. So. Oh, was? Ach, da waren wir letztes Mal auch drin, aber das war leer. Ich wollte schon sagen, war das jetzt hier Genis Mutter? Wie hat er uns denn, wie hat der Rain denn mit Genis Mutter? Als ja, okay, auch Genis Mutter stimmt ja auch. Ja, wie hätte er sie denn verwechseln können, ey, mit der, aber nehmen wir mal an. Okay, das ist schon eher glaubwürdig. ほら、理髪そうな顔をしているでしょ。この子はリフィル。私の自慢の娘よ。え、姉さんと同じ名前。まさか。今ね、お腹の中に二人目の子がいるの。名前も決まっているのよ。女の子ならジーン。男の子ならジーニアス。オッケー。 どう？ 素敵な名前でしょ。え、じゃあ、あの、ウィルコムアセルツコンフト。バージニアさんですか。ええ、そうよ。よくご存じね。ウィルコムアセルツコンフト。冗談ではなくてよ。先生。冗談ではなくてよ。どういうつもりなの。私たち兄弟があなたに捨てられてからどうやって生きてきたと思うの。 なんです？急に大声を出して。リフィルが起きてしまいますわ。リフィルは私です。あなたが疎んで捨てた娘は私よ。そんな人形なんかじゃない。ジーニアスだってここにちゃんといるわ。何を言っているの？おかしな人ね。いや、僕は、それは、僕も、よくも。 ああ、リフィルが泣き出してしまったわ。もう出て行ってください。いい子ね、リフィル。怖いお姉さんたちは行っちゃいましたよ。もう泣かないで。Also entweder tut sie nur so, als wäre sie verrückt, um den beiden irgendwas zu ersparen, oder sie ist echt verrückt. Ist meine Theorie jetzt. してる。自分で子供を捨てて、その記憶すら捨ててしまうなんて、覚えていてすらくれないなんて。姉さん、泣かないで。バージニアに会ってしまったか。あの人はどうしてここにいるんですか。数年前、ユミルの森で行き倒れている夫婦を見つけた。
それがバージニアと夫のクロイツじゃった。お父様だ。クロイツはメルトキオからエルフの村の調査に使わされたらしい。バージニアと恋仲になってヘイムダールへ残ったようだが。でも村に住んでいたハーフエルフの一人が父を兵士に売り渡そうとした。大きな騒ぎになったわ。エルフとハーフエルフの間で暴動が起きて。騒ぎの原因であるバージニアたちは追放されたそうじゃ。各地を転々としたが、しかしハーフエルフへの風当たりは強く。僕たち捨てられちゃったんだね。そのようだな。アーバクロイツも病にかかっていたのだろう。この村に来て間もなく息を引き取った。バージニアがおかしくなったのはその日からじゃよ。勝手だわ。勝手に私たちを捨てて、勝手に忘れて、自分だけ夢の世界に行くなんて。それでもバージニアはお前さんたち二人の行く末を気にしていたよ。伝説の地シルバーラントなら、ハーフエルフも差別されていない。幸せになっていてほしいと。もうやめて。バージニアの日記を預かっている。もしも必要だと思うならいつでも取りに来なさい。Oh Mann, das ist nicht abgegeben. Aha. Oh Gott. Ja, Rain hat eine verrückte Mutter. Sehr schön. Sieht aber auch echt so aus wie sie. Ja. Genauso hübsch aus wie Rain, finde ich. So, wo ist der jetzt hingegangen? Hätte er uns nicht das direkt geben können? Hallo? Ja, du stehst jetzt so. Bäh. Ja, dann was ist eigentlich mit den Katzenkurier? Ich habe jetzt gerade welche für 9000 Geld weggeschickt. Wenn die jetzt nicht mit was Vernünftigen wiederkommen, ne? So. So, was ist jetzt los? Wir sind in dieser Gegend an allen Orten gewesen, die derzeit zugänglich sind. Wozu habe ich euch dann? Ah. Eine Expedition anfordern. Nicht gefundene Items. Ja. Maha. So schwachsinnig. Also auch so was ähnliches in Tales of the Abyss. Richtig nervig. So. Wo ist er denn jetzt hingegangen? Hätte er uns halt nicht direkt gehen können. Ist halt jetzt hier verzeichnet? Nö. Sind ja keine Nebenquests mehr verzeichnet. Die anderen waren alle story-relevant, nehme ich an. Konnte man schon vorher hier rein? Ach du! Ja. Sensei, kore. Ikai no tobira ga hiraita. Rifil, Genius.力のない母を許してください。いかな王立研究員といえども、シルバラントにまでお前たちを追いかけて行きはしないでしょう。あの薄汚れた牢獄で一生奴隷のように使われるくらいなら。これどういうことなんですか？リフィル、お前さんはよほど優秀だったのだろう。王立研究員ではお前の頭脳が欲しくて仕方がなかったようだ。それでどこにも定住できず旅を続けていたという。結局異界の扉まで追い詰められお前たちを逃がしたらしいの。お母さん、じゃあ嫌われてたから捨てられたわけじゃないんだね。なあ、そうじゃ。よかったね、姉さん。
この日記は持っていきなさい。お前たちの母親のものなんだから。はい。Ich will das Tagebuch halten. Sehr schön. Na, kann ich noch mit ihr sprechen vielleicht? Wer weiß. Mal gucken. Wenn es das dann hier war, dann können wir ja zum Tempel des Blitzes gehen, zu Volt. Wo ich sag die ganze Zeit immer zu Volt, dabei haben wir doch Volt bei uns. Obwohl, er wird ja immer... Okay. Ich habe das gesehen. Weiß ja nicht, wie das so genau mit den Beschwörungen läuft. Vielleicht hocken die ganze Zeit in ihren Schreinen, wenn jemand die beschwört, dann kommen sie von diesem Schrein aus dahin. Ja, vielleicht leben die in einer ganz anderen Welt. So ähnlich wie ein Fairy Tale. Leben in einer anderen Welt und werden dann immer von denen beschworen. Ich komme dann. Sieht aber oft aus. Ja. Dann. Auf zum Tempel des Blitzes. Hier gibt es wohl nichts mehr zu erledigen. Sehr schön. So, Mutter. Okay, hab schon auf was irgendwie ein Skit kommt. お母さんのこと。姉さんは悪くないよ。でも姉さんが黙っていたのは僕のためにその方がいいと思ってたからだよね。さながら僕にもわかるよ。ありがとう、ジーニアス。So. Ich hoffe, ich kann diese Katz-Expedition überall abrufen, wenn ich halt irgendwo angefangen habe. Aber wenn nicht, dann habe ich jetzt ein Problem. Okay, stimmt. Ach ja, wenn man so ein Boot mit dem war, schwimmen können. Stimmt ja, obwohl, so ein Schiff hier, um hier zu schiffen, kann man nicht, ne? Sollte mal gucken, wo der überhaupt ist, der Tempel des Blitzes, bevor ich da irgendwie hingehe. Ja, der ist irgendwo hier. Stimmt, da genau auf der Insel war der. So. Erneut da rein. 1, 2, 3. Das ist Großvaters Stimme. Okay, gehen wir. Warum hören wir hier Großvaters Stimme? Wow. Wow, ich habe mich aus Reflex irgendwie bewegt. Okay, dann. Mal gucken. Ist ja nur geradeaus, wenn ich mich irre. Nö. Ah, speichern wir mal. Weil warum nicht? Speichern ist immer gut. Speichern mag ich. Ja. Ja. So. Ne, war da oben, genau. Die Treppe da hoch. Schon wieder so lange her. Na, geh weg. Du bist nicht weggegangen. Na, gucken wir uns mal die Techniken an. Eternal Damnation, Kombination aus Destruction und Devastation. Ja. Na, mal gucken. Vielleicht hat 200 Mal, weiß ich nicht. Was jetzt Devastation hier? Ja. Ich glaube nicht, dass es zu einem Kampf kommt, oder? Warum halten die noch so viel aus? Okay, ich habe irgendwie Auto, wollte schon sagen. So, na, was geht ab? Großvater? 5, 6, es fehlen 3. Großvater, es fehlen 3? Was fehlt? Nur mit diesen kann ich Volt nicht besiegen. Großvater, ich bin's, China. Ich habe einen Pakt mit Volt geschlossen. Großvater! China, ruf Volt, vielleicht merkt er es dann. Okay, ich versuche es mal. Ich rufe den Hammer des göttlichen Blitzes. Ich beschwöre dich, erscheine, Volt!
Oh, was geht hier vor? Hm, wer seid ihr? Großvater, danke, Volt. Du kannst jetzt gehen. Pff. Was? Du hast einen Pakt mit Volt geschlossen? China wird traurig sein. Großvater, ich bin es. Ich bin China. Wovon redest du da? China ist erst 7. Sind die alle irgendwie in der Zeit zurückgeblieben, oder? Großvater, es sind mehr als 10 Jahre seit dem Unfall mit Volt vergangen. Ich bin China. Ich bin China Fujibayashi, das Kind, das du im Gorachia-Wald gefunden hast. Bist du es wirklich? Aber was mache ich dann? Vielleicht sind sie ein Astralkörper. Ihr Geist könnte beim Unfall mit Volt von ihrem Körper getrennt worden sein. Ist sowas möglich? Wenn er einen Exvia verwendet, ist es sogar durchaus denkbar. Anscheinend führen sie dazu, dass sich Geist und Körper leicht voneinander trennen können. Es stimmt, dass ich ein Geborener der Exvias verwenden. Das heißt also, ich bin nur ein Bewusstsein? Wie können wir Großvater retten? Wie wäre es, wenn wir ihn zurück in seinen Körper befördern würden? Aber wie? Es ist wahrscheinlich, dass nur ein Bewusstsein verloren gegangen ist. Bringen wir ihn zurück ins Dorf. Hat er das vielleicht gezählt, oder was? Haha, behandle mich nicht wie ein kleines Kind. Mittlerweile kenne ich diesen Körper genau. Seht her. Was? Das ist ziemlich bequem. Warum sollte ich noch in meinen Körper zurückkehren wollen? Großvater, für solche Spielchen ist keine Zeit. Haha, sei mir nicht böse. Also gut, ich gehe schon mal vor. China, ich warte auf dich im Dorf. Zump. Großvater! Er ist so gut gelaunt, dass wir uns sicherlich keine Sorgen machen müssen. Gehen wir zurück nach Miso. Oh Gott sei Dank. Ja. China, das Oberhaupt ist aus dem Koma erwacht. Ah, ja. Komm, das Oberhaupt erwartet dich. Beeil dich. Großvater. China. Ja, Oberhaupt? Glückwunsch. Was? Du hast es geschafft, einen Pakt mit Volt zu schließen. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, nicht nur mit Volt mittlerweile. Großvater, lass mich sie ein Weilchen alleine. Ich habe schon gehört. Anscheinend stehen wir tief in eurer Schuld. Ihr habt euch um China gekümmert. Ach was. Tigers Pläne werden nicht geändert, auch wenn ich aus dem Koma erwacht bin. Wir, die Menschen von Mizu, werden auch dabei unterstützen, die von euch angestrebte Welt zu erstellen. Ja, wir geben unser Bestes. Wir würden China gerne eine Zeit im Dorf behalten. Wofür? Das kann ich jetzt nicht sagen. Befehl des Oberhauptes. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Mal sehen. Lasst sie einfach eine Nacht bei uns. Tut mir leid, Leute. Ich verspreche, dass ich zurückkomme. Also bitte habt ein wenig Geduld. Alles klar. Wir werden uns die Zeit anderwertig vertreiben und holen dich dann. Was machen die da? Nun, wir werden es morgen herausfinden, oder? Ja. Okay. Prozess. Ob Alicia wohl auch ein Astralkörper war? Ich wollte sie retten. Regal? Wenn Alicia einen Körper gehabt hätte, hätte sie dann weiterleben können? Nein, das wäre ja gegen alle Naturgesetze. Entschuldige. Einfach unglaublich, wie er sich so frei mit seinem Astralkörper bewegen konnte. Ich schätze, er ist wahrhaftig das Oberhaupt von Mizu. Gehen wir schlafen. Was? Ich wollte noch mit allen reden. China hat soeben das Ritual vollzogen. China hat alle 12 verlorenen Wächter wiederhergestellt. Daher soll China das nächste Oberhaupt sein. Irgendwelche Einwände? Wenn Chinas Kraft eine neue Welt eröffnet, bleibt selbst diejenigen, die den Namen von Volt tragen, keine Wahl als China anzuerkennen. Ja, doch vorerst Glückwunsch, China. Glückwunsch, Nachfolgerin des Oberhaupts. China hat den Titel Nachfolgerin. Habe ich jetzt ein Kostüm? Danke euch allen. China, damit du voll und ganz das Oberhaupt anerkannt wirst, musst du die Welt wieder vereinen. Gib dein Bestes, auch für Kuchinaba. Ja, ich werde mein Bestes geben, um ein Oberhaupt zu werden, das auch Kuchinaba dazu bewegt, zurückzukommen. Lloyd, wie du siehst, wurde China zum nächsten Oberhaupt gewählt.
Darum ging es also. Wegen den Vorbereitungen musste China im Dorf bleiben. China versucht den Bewohnern von so neue Hoffnung zu schenken. Die neue Welt, die ich durch die Wiedervereinigung der Leben der Welten entsteht, nicht wahr? Ja, deshalb möchten wir das Dorf zu einem neuen Wohlstand führen, indem wir sie zum nächsten Oberhaupt ernennen. Dafür werde ich alles geben, die Welten zu vereinigen und den Bewohnern von Mission allen lebenden Wesen Hoffnung zu geben. Genau, wir geben unser Bestes, China. Ja. Dann überlasse ich meine Enkelin China eurer Obhut. Ja, sehr gut. Haben wir ein Kostüm jetzt, nehme ich an. Nachfolgerin. Gibt aber gar keinen Dings. Okay, so eine traditionelle Ninja-Uniform. Das nächste Oberhaupt. China, kakkoi, ne? Nanka, Toryo, te kanji da, ne? Sonna, tereru janai ka. Doda, jiki Toryo toshite no shunin no aisatsu o kagaete oite wa. So kai? じゃあ考えてみるよ。本日はお日柄もよく。でも就任の日に雨が降ってたらその挨拶使えないね。この良き日にとかでいいんじゃねえの？この良き日に棟梁となった私はここで経営方針について挙げておく。経営ね。まあ民を率いるのも経営みたいなもんか。一つ、罪を憎んで人を憎まず。二つ、お客様の笑顔は我が社の宝。わそば。三つ三つもハゲがある。あんたたち勝手に話を進めないでくれ。Sehr schön. Nur klassische Ninja oder Kunoichi Outfit finde ich gut. So, Schade hat aber keine Level Up, wo es gibt. So, dann weiß ich nicht. Machen wir in der nächsten Folge irgendwas anderes. Noch von China rum. Schauen wir uns nochmal um. Und ja. Keine Ahnung. Wer weiß, was wir noch finden. Ich will auch nicht gegen irgendwelche ultimativen Waffen und also was, ne? Also ja. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir was weiß ich machen werden. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.